Hi Fans, alles easy, ich bin jetzt wieder der Turbo rein. Jetzt habe ich länger Zeit nicht mehr gemeldet, du wärst meiner, ich habe mich jetzt ausgeschlafen, das stimmt aber nicht, ich war sehr, sehr fleißig, habe viel da. Gestern zum Beispiel war im Hotel Luisenbad in Bad Reichenhall die Buchvorstellung von Marco Bolz und von der Andrea, also Abenteuer Bad Reichenhall. Schaut es auf Facebook oder im Internet einfach noch, ganz ein tolles Buch. Da haben wir auch ein Video gemacht, also das alte Reichenhall-Lied gespielt, gibt es auch auf YouTube. Einfach mal nachschauen, also das war gut. Und dann habe ich natürlich weitergemacht mit den Sample Sounds, wirst du ja schon gesehen haben bei V3 Sound beim Zitterklaus. Habe ich ja schon angefangen, mit dem ersten Pack ist ja schon fertig, einfach im Internet nachschauen. Und jetzt habe ich mal probiert, die erste steirische zu samplen auch, dass das auch dazukommt. Wie gesagt, die Bläser habe ich zwischendrin schon, bin ich schon am Arbeiten und ich habe mir gedacht, ich muss einmal ein Akkordeon oder eine steirische probieren. Und jetzt habe ich ganz was Verrücktes gemacht. Und zwar habe ich jetzt auf der rechten Seite eine steirische von der Herbst-Irmi von Georg Platzer unten der Harmonika-Stuben habe ich eine steirische leihweise gekriegt, freundlicherweise, die habe ich aufgenommen, mal eine, also da habe dann mehrere, zweikörig, dreikörig und verschiedene Stimmungen und aufgenommen habe ich auch eine Zupan vom Valentin, eine ganz alte, die habe ich leihweise auch Dankeschön vom Hariker Sepp gekriegt und die hat einen ganz einen fetten Schnorcher-Bass, also jetzt habe ich das einmal so zusammengemischt, also wie gesagt, durch die Samples oder durch kann man dann verschiedene Sounds zusammenstellen, man kann rechts, ich habe Akkordeon, steirisch einstellen, links auch Bass, man kann man Kontrabass, Bariton, aber auch Zirkmusik-Bass reinstellen, genau, und dass das jetzt halt hörst, wie das tut, so gut wie möglich von der Soundqualität, dann mache ich das über das iPad, nehme ich das auf, also einen Ton auf und habe ein Mikrofon zum Reden, dass der Ton nicht sehr verfälscht wird. Jetzt schauen wir mal, ich bin einmal gespannt, wie es dir gefällt. Also mir gefällt es gut. Gehört hast, das war also rechts eine steirische und links war ein Bass. Tut fast wie ein Helikon-Bass. Ich mache natürlich einen steirischen Bass, einen originalen auch noch, aber der war von der Zupan vom Valentin, also vom Hariker Sepp. Und man kann das Ganze natürlich auch ohne Balkdynamik oder beziehungsweise ohne Balkbewegung dann spielen. Das hat also den riesen Vorteil, man kann auch mit Kopfhörer üben zu Hause die ganze Nacht, ohne dass die Frau merkt oder der Nachbar. Das führe ich jetzt auch mal kurz vor. Das war's also. Freu dich schon mal drauf, ich habe einen Haufen Arbeit, aber es wird alles gemacht und schau einfach noch bei VH3 Sound. Wie gesagt, wenn es dir gefällt, würde mich ganz gewaltig freuen, wenn du das weiterleiten und teilen würdest an deine Freunde und Bekannte und alles so weiter, dass ein bisschen Werbung gemacht wird, war gut. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann sag's bitte einem Arzt deines Vertrauens, weil der hat Schweigepflicht. Genau. Soweit alles gut. So long, alles easy. Dein Turbo rein. Ciao.